Ja, einen wunderschönen guten Abend hier aus Frankfurt. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Webinar von Feingold Research und Ayondo Markets. Mein Name ist Benjamin Feingold und ich werde Sie durch das Webinar heute führen. Habe Ihnen ein paar interessante Charts mitgebracht, auch wenn der Markt tendenziell ja eher langweilig sich verhält, seitwärts orientiert ist und ja die Volatilität weiter sinkt. Aber ja, es gibt dennoch einige interessante Aspekte, die ich Ihnen mitgebracht habe auf ein paar Charts. Noch sehen Sie hier den Disclaimer von Ayondo Markets. Den nehme ich Ihnen dann gleich mal weg und dann können wir auch gleich starten. Vielleicht noch ganz kurz für diejenigen, die neu sind bei dem Webinar. Also stellen Sie gerne Fragen in der Fragenbox. Ich werde es dann aufnehmen. Das können Sie am Ende machen. Das können Sie während des Vortrags. Können Sie Ihre Fragen stellen, also jederzeit gerne. Ich nehme das dann so auf. Was heute ein bisschen kürzer kommen wird, sind so sehr, sehr viele Einzelaktien. Das Bild ist doch bei einigen teilweise sehr ähnlich. Ich habe Ihnen, wie bei uns auf der Seite angekündigt, heute Morgen Apple und Google mal mitgebracht, weil ich die Aktien sehr interessant finde und da sich fundamental auch einiges tut. Ansonsten, ja, der gewohnte Rundumschlag, wie Sie ihn bei uns kennen, zu allen Assetklassen und starten wollte ich dann mit ja, Euro-Dollar bzw. S&P 500. Ich habe es eingangs angesprochen, die Märkte sind eher seitwärts orientiert, beziehungsweise muss man sagen, haben einen Ausbruch gestartet. Und das sehen Sie hier an dem ersten Chart auch. Euro oben, S&P 500 unten. Die längere blaue Linie war der Widerstand, den wir gehabt haben. Und dann sind wir halt vor letzte Woche hier mal drüber hinausgeschossen, neue, über, also an die 1,40 ran beim Euro-Dollar im S&P 500 dann hier unten ein neues Rekordhoch ausgebildet. Aber das war eben nicht nachhaltig. Deshalb auch meine etwas flapsige Formulierung hier, Bullenfalle beim Euro-Dollar und, ich sehe gerade, okay. Bild fehlt. So, ich hoffe, Sie können jetzt das Bild sehen. Können Sie mir noch ein Feedback geben? Entschuldigung, dass ich da. Ja, jetzt scheint es okay zu sein. Okay, Entschuldigung, dass da hier ein. Genau, aufgezeichnet habe ich es und dann vergessen auf Übertragung. Aber jetzt läuft's. Okay, ja, nochmal ganz kurz. Die Disclaimer, den kennen Sie wahrscheinlich aus vorherigen Sitzungen, den lege ich jetzt nicht nochmal auf. Also, Bullenfalle beim Euro-Dollar und S&P 500 habe ich das Ganze mal genannt. Und Sie sehen eben hier, wie schon gesprochen, an die 1,40 ran, Korrektur nach unten. Wir sind jetzt sogar unter der 1,37, hier beim S&P 500 Rekord geschafft und wieder in die Seitwärtsrange zurückgefallen. Also auch hier ja, gibt es so einige Märkte, die einen Ausbruchsversuch gestartet haben. Aber ja, eigentlich ist das Commitment nicht besonders stark, was Marktteilnehmer hier zeigen. Also man versucht ein bisschen in eine Richtung zu gehen, sieht, da kommt keine Unterstützung, schon wird wieder die andere Richtung eingeschlagen und dann eigentlich dieser breite Seitwärtstrend, den wir hier im Euro-Dollar ja schon eine ganze Weile eigentlich haben, wenn man hier mal zurückgeht, 2013 und im S&P 500 jetzt hier seit März eigentlich auch. Bisschen volatiler wurde es dann hier im April, als wir eine leichte Korrektur gesehen haben, aber dann auch wieder eine schnelle Erholung, weil das Commitment auch in die andere Richtung nach unten eben auch gefehlt hat. Insofern hier eher ja so ein bisschen Seitwärtshandel. Was beim Euro-Dollar, deshalb habe ich den auch als erstes mal aufgelegt, ganz interessant ist. Und wenn Sie sich an die letzten Webinare von uns erinnern, wo wir die US-Wirtschaft im Detail beschrieben haben oder untersucht haben, dann war es ja doch auch so, dass viele, viele Zahlen, die von den USA publiziert wurden, nicht ganz so die, oder sie sind sehr relativ robust ausgefallen, aber wenn man mal so hinter die Kulissen geschaut hat, dann waren sie eben doch nicht so positiv. Und ein Aspekt, der aber ja, für den Euro-Dollar, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein wird, sind eben zum einen die Zinsdifferenz und damit zusammenhängt natürlich auch die Preisentwicklung, Erzeugerpreise, Inflationsdaten. Und da sind wir eben, und deshalb habe ich Ihnen den nächsten Chart mitgebracht, wenn komme ich auf die Erzeugerpreise zu sprechen, gerade heute für Deutschland Erzeugerpreise minus 0,1% im Monat. Also das ist schon wirklich sehr, sehr niedrig und spricht eben auch dafür, dass man
ja, diese Deflationsangst, dass man die hat im Moment. Und diese Deflationsangst sorgt eben dafür, dass viele Marktteilnehmer zur nächsten Notenbanksitzung der EZB, also nächste Woche, einen Zinsschritt erwarten. Das war jetzt in den vergangenen Wochen, hätte man vielleicht damit rechnen können, da war die Wahrscheinlichkeit gegeben, aber noch nicht so hoch eingeschätzt. Aber für nächste Woche eben wird das Ganze von Analysten und Volkswirten mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit belegt, dass die EZB einen Zinsschritt unternimmt. Negative Einlagenzinsen, von denen wurde gesprochen. Es wurden Zinssenkungen einerseits, negative Einlagenzinsen davon gesprochen. Ob es wirklich so kommt, muss man mal abwarten. Da gab es ja von Monsieur Draghi, dem EZB-Chef, immer mal wieder in der Vergangenheit Überraschungen. Und ja, da wird man also abwarten müssen. Aber eins ist, glaube ich, wirklich deutlich geworden. Und das zeigt auch der Chart hier. Und weshalb auch Euro-Dollar im Moment schwächelt oder vielleicht sogar auch in Zukunft noch eine gewisse Schwäche an den Tag legen könnte, ist eben, dass wir hier in den USA diese Erzeugerpreisinflation von zuletzt 0,6% insgesamt hatten und 0,5% im Monat. Das hier ist ein Jahreschart im Vergleich zur Vorjahresperiode. Und da sind wir sogar noch etwas höher und der Trend, das wollte ich Ihnen halt sagen, der Trend hier ist eindeutig nach oben. Also während wir in den USA eher steigende Erzeugerpreise haben, haben wir in Europa eben fallende. Dadurch ergeben sich auch für die Geldpolitik ganz andere Ausrichtungen. Also die Fed wird, so ist jetzt Konsens zumindest unter Analysten, unter Volkswirten, dass das Anleihekaufprogramm weiter zurückgefahren wird. Wenn die in dem Tempo das fortsetzen, wie sie es bisher gemacht haben, dann werden wir Ende des Jahres eben keine Anleihenkäufe mehr sehen. In den USA Zinserhöhungen sind ja von den Verantwortlichen bei der Fed für ja, bis 2015 ausgeschlossen worden. Der Konsens liegt so zwischen erstem und zweitem Quartal 2015, dass man dort die Zinsen erhöht. Sicherlich wird das von der Entwicklung der Preise abhängen. Wenn der Trend sich natürlich hier fortsetzt, kann es auch früher zu einer Zinserhöhung kommen, aber Konsens ist eben alles erst im nächsten Jahr. Deshalb wird hier der Unterschied sehr, sehr deutlich. Einerseits Zinserhöhungstendenzen, so will ich es mal nennen, in den USA, in Europa eher lockere Geldpolitik und das spricht eben für ein Auseinanderklaffen der Notenbankpolitik und dann auch mit Auswirkungen auf den Euro-Dollar, dass eben nämlich der Euro-Dollar hier zur Schwäche neigt, USA, der Dollar zur Stärke, wenn man dann ausgeht, dass eben der US-Dollar höhere Zinsen abwirft, also Kapital anzieht und Investitionen in den USA höhere Renditen abwerfen. Also deshalb Euro-Dollar hier mal beobachten. Hier könnte es tatsächlich entgegen der allgemeinen Erwartung, dass man hier über die 1,40 geht, oder sogar darüber hinaus, dass man hier eher mal wieder die untere Range des breiten Seitwärtstrendes dann testet. Ja, Seitwärtstrend ist das Stichwort. Ich habe es eingangs gesagt. Ich habe Ihnen deshalb so ein paar Charts mitgebracht, wo es eigentlich der Fall ist. Ist jetzt nicht so spannend, aber einfach, dass Sie mal einen Überblick haben, in welchen Märkten hier Seitwärtstrends vorherrschen. Das kann man natürlich immer sehen, wie man will, je nachdem, wo man eben da die Linien zieht. Es gibt auch Märkte, die eben keine Seitwärtstrends haben, aber da kommen wir dann gleich drauf. S&P 500 hatten wir eben schon im Chart. Hier nochmal ganz verdeutlicht in dieser blauen Klammer die Seitwärtstendenz. Da können wir dann auch schnell drüber hinweggehen. Gold, der nächste Markt, der im Moment eine Seitwärtstendenz eingeschlagen hat. Anfang des Jahres hatten wir hier dann mal die Erholung gesehen, so ein Nachzügler-Effekt beim Gold und das war eben insofern ganz interessant, auch in den vergangenen Webinaren haben wir es angesprochen, nach einem desaströsen Jahr 2013 gab es dann halt schon großen Nachholbedarf beim Gold, aber der scheint hier zumindest erst einmal ausgereizt zu sein und der Goldpreis schlägt hier diese Seitwärtstendenz ein. Und ja, wenn man sich die jüngsten Daten auch anschaut von Positionierung, Marktteilnehmern, Gold Council kam mit ihrem Quartalsbericht raus, ja, da spricht doch einiges für einen anhaltenden Seitwärtstrend. Aber da komme ich im Laufe des Webinars nochmal drauf zu sprechen. Dann
schnell zum anderen Währungspaar sozusagen, neben Euro-Dollar auch japanischer Yen zum Dollar, Dollar-Yen eben auch in einer Seitwärtsphase verharrt. Eigentlich seitdem, das sehen Sie hier im Januar, als die Fed-Chefin Yellen angekündigt hat, ihr Programm durchzuziehen, der Rückführung der QE3, des Anleihenkaufprogramms, war eigentlich, ja, hat der Yen drunter gelitten. Die Tendenzen, das ist jetzt hier ein inverser Chart, wie Sie hier links an der Skala sehen, die Tendenzen waren dann, ja, seitdem eigentlich eher eine Seitwärtstendenz, weil man eben nicht mehr diesen Druck auf den Dollar hatte und ja, das eben hier auch Ausdruck einer Seitwärtstendenz im Dollar-Yen. Und auch an den Kreditmärkten, also Zinsmärkte, 10-Jahres-Treasuries in den USA oder die Swap-Rates für Unternehmen, die immer ein bisschen über den Staatsanleihen liegen, ja, auch letztendlich eine Seitwärtstendenz, obwohl wir im so von der Tendenz hier, wenn Sie mal schauen, Januar 14 eigentlich auch, ähnlich wie beim Gold, schon eine Tendenz eingeschlagen haben, aber seitdem eben eher seitwärts notieren. Und hier nochmal die jüngsten Daten sind nicht ganz drauf, da sind wir nochmal runtergeklappt, also Treasury werde ich, oder Bonds allgemein, komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen, das könnte tatsächlich interessant werden, dass man hier so eine Übertreibung, also eine Trendfortsetzung, der Trend, der hier begonnen hat, zu niedrigeren Zinsen, weil eben ja teilweise die Aktienmärkte auch gut gelaufen sind. Zinsen, Positionierung von Anlegern im Anleihebereich ist eben nach wie vor sehr bärisch eingestellt. Hier bedarf es dann ja einer kleineren Bewegung und da können dann auch schnell mal die Positionen gewechselt werden, aber dazu später. Und das nochmal, wenn man das in Inflation umrechnet, sozusagen, da sehen wir eben auch hier eine gewisse Stabilisierung in der Inflation. Auch hier ganz zum Schluss ein kleines Anziehen der Inflation, was sich ja in den USA schon in den Erzeugerpreisen gezeigt hatte. Das spiegelt sich hier dann auch wieder. Kleiner Anstieg der Inflation. Deshalb auch die andere Erwartung in der Geldpolitik aktuell von der US-Notenbank relativ zur EZB. Ja, dann ist neben der Positionierung von Terminmarktteilnehmern auch immer interessant, wie positionieren sich Fondsmanager. Und da macht ja Merrill Lynch immer einmal im Monat ist das eine Umfrage. Und die habe ich Ihnen jetzt auch hier mal mitgebracht. Also zu den Positionierungen von Fondsmanagern in Bezug auf Cash. Also wie viel Kapital ist an der Seitenlinie, der Barbestand. Das hier ist auch eine inverse Skalierung. Ist leider nicht ganz so schön reinkopiert, sehe ich gerade, ist ziemlich klein. Aber die Zahlen kann ich Ihnen auch, habe ich Ihnen auch mitgebracht. Also wenn Sie sehen, dass wir hier im September 2013, also hier in etwa, Cash-Level, ich bin jetzt hier in einen Chart versprungen. Also wenn Sie den Cash-Level sehen, sind wir hier zuletzt auf 5%, von 4,6 auf 5% gestiegen. Das hier sind 5%. Und das ist im Vergleich zu Monaten zuvor, wie Sie sehen, wir sind hier wesentlich niedriger gewesen. Denken Sie daran, das ist hier invers. Und relativ hohe Cash-Levels sorgen eben dafür oder gehen oft einher eher mit Tiefpunkten im Markt. Und wenn Sie mal schauen, hier, das ist der Kreis, hohes Cash-Level bei 5,2%, Tiefpunkt im S&P 500. Hohes Cash-Level an dieser Stelle im März 2011, relativer Tiefpunkt im Markt. Und das könnte ich jetzt Jahre zurückgehen, Januar 08, das passiert nicht so häufig, und eben März 03, August 02, da haben wir ähnliche Tiefpunkte im Markt und aktuell ist es eben gewisserweise eine besondere Situation, weil wir eben hohe Cash-Levels haben und der Markt nach wie vor hoch, keine Korrektur oder kein Rücksetzer zeigt, wie es eben vor den hohen Cash-Levels war in den Jahren zuvor. Und das spiegelt auch so ein bisschen die Unsicherheit wider, die ich eingangs beschrieben habe. Keiner will Risiko eingehen, will sich committen, man beobachtet sich mehr oder weniger gegenseitig.
Und das ist eben hier, so, wenn Sie so wollen, schwer zu vergleichen mit diesen Situationen, aber eben ein interessanter Aspekt, dass wir hier relativ hohe Cash-Levels haben, die nicht von einem geringeren Equity-Exposure bestätigt werden, so will ich das mal sagen. Und der nächste Chart, da bin ich eben ein bisschen vorgesprungen, das ist eben der Chart, wie Fondsmanager ihre Aktiengewichtungen bewerten, also ob man übergewichtet oder untergewichtet, und auch hier, ja, wie man es erwarten würde, an Tiefpunkten im Markt eine gewisse Untergewichtung von Fondsmanagern. Das sehen Sie hier, das sehen Sie hier, jeweils an den roten Kreisen, da können wir zurückgehen, wo wir hier auch unter diese kritische, eine Standardabweichung von der normalen Entwicklung ausgehen, wenn wir hier drunter unter diese eine Standardabweichung gehen. Hier in 2009 waren wir natürlich besonders tief abgewichen, aber auch hier hat es eigentlich relativ gut funktioniert, dass die Gewichtung des Aktienexposures mit dem S&P 500 einhergegangen ist. Und im Moment sehen wir hier halt im September 2013 den Hochpunkt mit 60% Aktiengewichtung. Und das hat eigentlich zwar schon nachgelassen, aber ist mit aktuell, da muss ich auf meinen Zettel gucken, mit 37%, also knapp 40%, immer noch nicht besonders niedrig. Die 0%-Linie sehen Sie hier. Und von daher ist das hier noch kein Gefahrensignal, wenn Sie so wollen, aber interessant zu sehen, dass eben die Gewichtung nach wie vor in den entwickelten Aktienmärkten, also stellvertretend S&P 500, aber in den Aktienmärkten von anderen entwickelten Industrieländern sieht es eigentlich ähnlich aus. Das habe ich Ihnen hier stellvertretend mitgebracht. Das ist hier so kein Ausnahmechart oder sowas. Ungewöhnlich schon, weil eben der S&P 500 nach wie vor sehr hochnotiert hat und hochnotiert und keinen Einbruch gesehen hat. Aber das Exposure wurde noch nicht massiv abgebaut und das Cash-Level ist inzwischen relativ hoch bei den Fondsmanagern. Ja, und ein Grund, warum diese Aktienquote nach wie vor sehr hoch ist, liegt auf der Hand, dass es einfach keine Alternativen gibt. Der Zinsmarkt gibt nicht viel her, Leitzinsen sinken eher noch tendenziell gegen Null. Ich sagte es eingangs, die EZB diskutiert negative Einlagenzinsen, also es gibt einfach keine wirkliche Alternative zu Aktien, weshalb man also jetzt eher nicht verkauft, sondern sich an der Seitenlinie positioniert. So will ich das mal sagen. Und der nächste Chart macht das eigentlich auch relativ deutlich, dass die Unterstützung aus der Wirtschaft oder von den Erwartungen der Manager oder in einer Umfrage, zum Beispiel den ZEW-Konjunkturindikator, ich hätte jetzt auch den IFO nehmen können, ich habe jetzt mal den ZEW genommen, weil die Kollegen der Hilebe haben das sehr schön hier aufbereitet. Und da sehen Sie eben das DAX-KGV hier als hellblaue Linie und den ZEW-Konjunkturindikator als rote Linie. Und wie schön eigentlich beide Linien relativ parallel laufen. Hier gab es mal zwischen 2006 und 2008, kann man sagen, eine gewisse Divergenz, obwohl hier dann auch wieder die Richtung stimmte und läuft also relativ parallel miteinander. Und interessant im Moment ist eben auch, schauen Sie mal hier, die Bewertung im DAX ist auf einem Niveau angelangt, wo wir hier schon in der Vergangenheit relative Höchstbewertungen gehabt haben. Der ZEW-Indikator korrigiert bereits stärker nach unten, als es die DAX-KGV-Bewertung tut. Also auch hier einfach vom Bewertungsspielraum eben schon ziemlich ausgereizt. Deshalb auch verständlich, warum Fondsmanager sich hier an der Seitenlinie positionieren. Und die Wirtschaft oder wenn Manager nicht die Erwartung haben, dass die Wirtschaft besser läuft, dann sind ja auch irgendwo die Spielräume, um Preise durchzusetzen in Europa, wenn wir Inflationsraten haben, die gegen Null tendieren, Erzeugerpreise, die gegen Null tendieren, dann sind eben auch die Preiserhöhungsspielräume geringer für Unternehmen. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Unternehmen hier
eigentlich von den, wenn man sich die jüngste Bilanzsaison in den USA, aber auch in Europa anschaut, in Europa läuft es ja noch ein bisschen, ein paar kleinere Werte berichten noch, aber viele haben bereits ihre jüngsten Quartalszahlen präsentiert. Und da war es eben so, dass man gesehen hat, dass man, ja, dass dieser Spielraum eben nicht mehr da ist. Und wenn wir das uns in Summe anschauen, dann ist es eben so, dass die Gewinne, also die Nettoergebnisse von den Analystenschätzungen, dass zu 53% verfehlt wurden im DAX und bei den Umsätzen wurden die Analystenerwartungen sogar um 62% verfehlt. Das sind relativ hohe Zahlen und auch im Eurostoxx 50, wenn wir auf den mal gucken, das auf Europa ausweiten, wo es ja teilweise an den Aktienmärkten sogar besser gelaufen ist als im DAX. Da haben die Peripherieländer ja einiges aufzuholen gehabt, auch wenn jetzt seit Mai so ein bisschen der Wind wieder dreht. Und da war es eben ja eigentlich nur ein bisschen besser. 61% haben die Umsatzerwartung verfehlt und 41% die überraschten halt negativ bei den Ergebnissen, bei den Nettoergebnissen. Und ja, für mich ist ganz klar, dass der Druck auf die Unternehmen wachsen wird, ihre Schätzungen in der Zukunft runterzunehmen, nach unten zu revidieren. Und das ist ja ein Trend, der schon seit geraumer Zeit zu sehen ist. Und ja, anhand des hohen Bewertungsniveaus wird es hier auch eher Spielraum für weitere für die Reduzierung der Erwartung geben. Und was eben noch ganz interessant ist, im Gegensatz zu Europa in den USA, da haben wir, den Chart habe ich Ihnen jetzt nicht mitgebracht, aber da haben wir so ein bisschen eine andere Tendenz gesehen, denn da gab es zum ersten Mal seit etlichen Quartalen eine Umkehr. Also da gab es mehr positive Ausblicke als negative Ausblicke. Also das war in den vorangegangenen Quartalen in den USA bei den S&P 500 Unternehmen nicht der Fall, aber in diesem Quartal war das der Fall und das war so ein bisschen auch eine positive Überraschung, dass hier die Unternehmen doch den Ausblick jetzt nicht zu sehr revidiert hatten nach unten, wie es in den Quartalen zuvor war oder zum Beispiel in Europa. Also relativ USA hier doch, ja, wenn man so will, ein bisschen optimistischer in die Zukunft geschaut. Ja, Optimismus für die Zukunft, das ist für die Emerging Markets hier im Moment auch so ein bisschen das Stichwort. Ich habe Ihnen ein paar Charts mitgebracht zu einigen Emerging Markets, die ja seit März oder ja in diesem Jahr eigentlich besonders gut performt haben. Der erste Chart soll so ein bisschen stellvertretend sein für alle Emerging Markets. Das habe ich mit Comeback der Emerging Markets geschrieben. Das ist ein ETF, ist das hier, der alle Emerging Markets repräsentiert. Auf die Zahl hier 37, 50, 40 achten Sie da nicht drauf, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist das absolute Niveau. Ich hätte Ihnen auch einen Chart von einem anderen Aktien, von einem anderen Emerging Market Fonds oder ETF mitbringen können. Das soll hier nur stellvertretend sein. Und da sehen wir eben, dass wir hier wieder auf ein Niveau angekommen sind, was wir zuletzt Ende 2013, bevor wir diesen Abschwung nochmal gesehen haben, oder im Anfang des Jahres haben wir auch diesen Abschwung, letzten Jahres haben wir auch diesen Abschwung gesehen, in den Juli hinein. Da sind wir jetzt erstmal angekommen. Okay, ob jetzt die Emerging Markets die Kraft haben, hier über diesen Widerstand hinauszugehen, den wir hier und hier gesehen haben, muss man natürlich noch abwarten. Aber zumindest positiv hier ist, dass wir hier eine gewisse Erholung in den Emerging Markets gesehen haben, obwohl China nach wie vor schwächelt und wahrscheinlich mit geringeren Wachstumsraten in der Zukunft sein Wirtschaftswachstum beschreiten wird, obwohl es in China eine Kreditblase gibt. Egmont Hyde, wir haben das in vergangenen Webinaren immer wieder darauf hingewiesen, einfach, dass Sie da auch Bescheid wissen, was in China hinter den Kulissen läuft, ob sich das dann wirklich in einer Krise niederschlägt, das muss man abwarten, aber als Investor ist das sehr wichtig zu wissen. Russland-Ukraine-Krise immer noch nicht ausgestanden, klar, aber die Märkte ja, laufen hier so ein bisschen vor und nehmen hier eine gewisse Beruhigung vorweg im Russland-Ukraine-Konflikt oder dass China kein Hard Landing bekommen wird, dass es hier auch in diesem Kursanstieg mehr oder weniger vorweggenommen.
der nächste Emerging Market Markt, der sehr interessant ist, das werden Sie sicherlich in den Nachrichten verfolgt haben, ist der indische Markt. Dort wurde gewählt, eine starke Umwälzung in Indien. Ein nationalistischer Hindu-Führer wurde dort gewählt. Und das hat aber die Märkte jetzt nicht abgeschreckt, einen gewissen Anstieg zu zeigen. Im Gegenteil, der Anstieg in Indien ist noch stärker als in Gesamt-Emerging Markets. Wenn Sie das mal schauen, hier vom Niveau, auch das wieder ein ETF, die Zahlen hier rechts spielen, sind jetzt zweitrangig. Wenn Sie das sehen hier, wir sind inzwischen auf einem Niveau, da müssen wir schon ins Jahr 2011 zurückgehen, auf das wir hier wieder angestiegen sind und auch hier vieles vorweggenommen in den Kursen, dass sich was in Indien zum Positiven verändern wird. Allerdings ja, muss dieser Beweis nach wie vor erbracht werden. Indien ist ein großes Land, Reformen dort durchzusetzen, stelle ich mir nicht ganz so einfach vor. Also hier müssen die ja, Vorschusslorbeeren sozusagen erst nochmal bewiesen werden, dass man dem auch standhält. Und von daher ja, ist das erstmal so, wie es ist, interessant. Vielleicht noch einen Zusammenhang, damit Sie wissen, wie so ein Emerging Market sich zusammensetzt. Also die einzelnen Länder werden unterschiedlich natürlich gewichtet. Bei Indien, deshalb zeige ich Ihnen Indien auch, das ist relativ bedeutend, mit einem Anteil von 6 bis 10% in verschiedenen Emerging Market ETFs, also relativ hohe Gewichtung. Und der nächste Markt, der etwas weniger stark gewichtet ist in einem Emerging Market ETFs, die im Umlauf sind, ist Russland mit etwa 5%. Mit etwa 5% wird Russland gewichtet. Und auch Russland sehen Sie hier eine Bodenbildung und jetzt einen leichten Anstieg eigentlich über diese Seitwärtsphase hinaus. Und wenn ich das sage, über Seitwärtsphase hinaus, werden Sie natürlich sagen, wenn Sie sich an die ersten Folien erinnern, wo wir zwar über die Seitwärtsphase hinausgegangen sind, aber dann schnell wieder zurückgekommen sind, Dollar S&P 500. Und ja, insofern hier muss man ein bisschen aufpassen, gewisse Unsicherheit ist nach wie vor vorhanden. Das ist auch ein kürzerfristiger Chart, wie Sie sehen, also von diesem Jahr, aber zumindest in Russland eine Bodenbildung am Aktienmarkt dort. Und ganz klar, hier wird's die weitere Entwicklung wird hier natürlich von der Geopolitik bestimmt. Und da vor allen Dingen vom Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Ja, dann bleiben wir noch einen Augenblick bei den Emerging Markets, denn das ist insofern ganz interessant. Wir haben das Exposure bei den Fondsmanagern gesehen. Auch das hier ist ein Chart dazu. Das sind auch wieder die Emerging Market Gewichtungen, jetzt ein bisschen anders dargestellt, in roten und grünen Balken für Über- und Untergewichtung. Und da sehen Sie eben, dass die Untergewichtung hier bei den Fondsmanagern immer noch gegeben ist, auch wenn sie gegenüber den Vorwochen abgenommen hat, den Vormonaten abgenommen hat und jetzt auf einem, ja, nur noch -10% Untergewichtung sind. Wir waren ja hier schon bei -30%, wesentlich deutlicher Anfang, Mitte des Jahres, also Anfang des Jahres. Und interessant ist eben, Sie werden sich an den Chart von eben erinnern, bei dieser hohen Untergewichtung, -30%, was ist das hier im Februar, haben wir dann im März die Wende gesehen bei den Emerging Markets. Also das ist oft so als Kontraindikator ganz interessant. Und deshalb zeige ich Ihnen das auch hier und auch der Chart an sich eines Emerging Market ETFs, wenn Sie sich den hier anschauen, da laufen wir auch in dieses Dreieck rein, sind so ein bisschen über den Abwärtstrend, über diesen Abwärtstrend in Widerstand hinaus. Und ja, auch hier wieder gilt das, was ich eingangs sagte, ob das nachhaltig wird, muss man sehen. Im Moment scheinen ja viele Märkte eher nicht nachhaltig genug zu sein, um aus ihren Ranges auszubrechen. Aber hier, falls dieser Trend bei den Fondsmanagern also anhalten würde und weiter nach oben oder sogar in den positiven Bereich gehen würde, dann wäre das natürlich ein nachhaltiger Anstieg, wär hier ein nachhaltiger Anstieg zu sehen. Aber das muss man erstmal abwarten, denn auch die Risiken, es gibt nach wie vor einige Risiken in den Emerging Markets. Insofern,
ja, ist das hier auch nicht für jeden geeignet. Und der nächste Chart zeigt eben auch so ein bisschen das Unsicherheitspotenzial in den Emerging Markets. Das ist hier, sind die Wahlen, die in den Emerging Markets abgehalten werden, also in den Schwellenländern. Und nach dem BIP gewichtet, nach dem Wirtschaftswachstum hat man das gewichtet. Das sind die Kollegen von JP Morgan, die diesen Chart erstellt haben. Und da sehen Sie eben, dass wir in diesem Jahr mit 28% relativ hohe Wahlen haben. Indien ist schon mal ein Brocken, der ist jetzt weg. Aber in zahlreichen anderen Ländern stehen noch Wahlen an. Im nächsten Jahr wird es dann wieder etwas ruhiger mit 16%. Aber ja, diese Unsicherheit über den Wahlausgang, auch wenn man sagt, politische Beine haben kurze Beine, kann doch einen ganz schönen Effekt auf die Märkte haben. Und deshalb ja, achten hier natürlich die Fondsmanager drauf, hier das Risiko natürlich im Auge zu behalten. So, dann wollte ich jetzt bei den Positionierungen von den Fondsmanagern bleiben, aber die Assetklasse wechseln. Sie sehen es hier schon an der Überschrift, Rohstoffe bleiben vernachlässigt. Also ähnlich wie Emerging Markets bleiben auch die Rohstoffe vernachlässigt. Auch hier, da haben wir jetzt keinen Ausbruchsversuch über diese Abwärtstrendlinie hinaus unternommen bei den Rohstoffen. Und Sie sehen es auch an der Positionierung hier nach wie vor in den Rohstoffmärkten, eine hohe negative Positionierung der Fondsmanager, ein negatives Gewicht. Das war in den Jahren zuvor, wo wir hier in 8 und 9, ja, in den Rohstoffen schöne Bullenmärkte gesehen haben, natürlich ganz anders. Aber aktuell hier im Bärenmarkt, hier seit April 2013 nicht einmal positives Exposure. Also das spricht dann schon dafür, wie unbeliebt diese Assetklasse geworden ist. Und auch wenn es hier so mal zwischendrin, sehen Sie hier mal Tendenzen gegeben hat, wo es weniger wurde, dann war das hier eine gewisse Konsolidierung in dem Bereich. Und auch hier gab es weniger negatives Exposure. Das führte dann auch gleich zu einem Anstieg. Die Assetklasse wurde ja stark vernachlässigt, ich hatte es eingangs gesagt. Nicht nur der Goldpreis, auch zahlreiche andere Assets wurden stark vernachlässigt bei den Rohstoffen. Einzelne Rohstoffe wurden vernachlässigt. Und deshalb ja, lohnt hier auch der Blick mal auf diese Assetklasse, denn sollte hier das Exposure auch weiter abgebaut werden und hier vielleicht um die Nulllinie herum, in die Nähe der Nulllinie kommen, dann könnte hier durchaus ein Ausbruchsversuch im Gesamt-Commodity-Index unternommen werden. Diesen hier, das ist so ein Rohstoffindex, der eben alle Rohstoffe umfasst, nicht nur einer, ziemlich gleichgewichtet. Insofern ist das ein ganz guter, repräsentativer Chart hier für die Rohstoff-Asset-Klasse. Und ja, insofern auch hier der Hinweis, die Positionierung hier im Auge zu behalten. Ja, zum Exposure oder zu den Positionierungen der Hedgefondsmanager im Bond hatte ich kurz gesprochen. Auch hier eigentlich wenig verwunderlich, dass die Fondsmanager in Anbetracht, ich sag mal Anlagenotstand, dass eben Anleihen nicht genug Zinsen abwerfen, nicht genug Rendite abwerfen, diese Investments gemieden werden. Und zwar schon seit geraumer Zeit. Und auch hier, wenn Sie sich mal dieses Niveau anschauen, das haben wir zuletzt eigentlich sehr, sehr selten gehabt im letzten Jahr, Anfang dieses Jahres. Zuletzt hier Juli 2007 so stark oder Januar 2011. Das waren alles eher so Bodenbildungs-Tendenzen, will ich mal sagen, oder Bodenbildungs-Zeiträume. Und auch hier haben wir eine gewisse Bodenbildung aktuell bei den Zinsen gesehen. Also das sind hier jetzt die Kurse, also invers muss man das sehen. Zinsen eher auf dem Rückzug, was dann bei den Anleihekursen zu steigenden Kursen führt, zu steigenden Preisen führt. Und da haben wir eben zuletzt einen deutlichen Zinsrückgang gesehen in den USA. Den einen Chart hatte ich Ihnen gezeigt, wo wir seitwärts gelaufen sind, aber dann doch zuletzt diesen kleinen Hüpfer nach oben gesehen haben. Und diesen kleinen Hüpfer nach oben, den sehen Sie hier auch.
in den Kursen, jetzt im Long Bond, das vorhin waren die 10 Jahre, das sind hier die 30-Jährigen, aber die Positionierung nach wie vor sehr, sehr negativ. Und ja, wenn sich das so ein bisschen abbauen würde, hier in diese Richtung, minus 15%, Untergewichtung minus 15%, die eine Standardabweichung, dann könnte das hier durchaus noch zu weiter steigenden Kursen, sinkenden Zinsen in den USA führen. Und das, ja, diese Tendenz, die wir eigentlich seit Anfang des Jahres gesehen haben, könnte sich dann am Anleihenmarkt fortsetzen. So, dann hatte ich, wer heute aufmerksam bei Feingold Research nachgelesen hat, wird gesehen haben, dass wir Apple und Google angekündigt haben als interessante Einzelaktien. Und ja, also passt auch wieder in das Thema heute des Webinars, eben Ausbrüche. Und zumindest bei Apple und wie Sie an dem Chart sehen, den ich Ihnen hier mitgebracht habe, können wir bei Apple diesen Sprung über die 600 Dollar, das ist ein Chart von gestern, wir sind heute ganz leicht darüber sogar noch, sehen wir hier diesen Sprung über den Widerstand, über diese Widerstandsmarke hier, sogar über die 600 Dollar. Und das hat ja einige Techniker auf den Plan gerufen, hier höhere Kurse auszurufen. 650, hier also der nächste, oder knapp 650, der nächste Widerstand aus diesem Hoch hier im aus 2012 wurde dann von vielen ausgerufen und sogar die 700 Dollar, die wir hier als Höchstkurs im September 2012 hatten, wurde sogar auch von einigen Chart-Fans ausgerufen. Insofern ja, lohnt es sich doch hier mal einen Blick nicht nur auf den Chart, sondern auch auf die fundamentale Situation bei Apple zu werfen. Und wer sich erinnert an, ich glaube im Dezember letzten Jahres war es, wo wir auch so ein bisschen die Nachzügler behandelt haben, Gold gehörte dazu, Apple gehörte dazu, wo wir gesagt haben, eine gewisse Erholung hat man in der Aktie gesehen. Damals standen noch einige Pläne aus in China mit China Mobile, eine Kooperation, die hat man inzwischen vollzogen. Andere neue Produkte standen, waren zu erwarten. Hier hat man so ein bisschen enttäuscht und wer die jüngsten Nachrichten um Apple verfolgt hat, mit dem Kauf dieses Kopfhörherstellers, der ja, wird so ein bisschen die Innovation bei Apple vermissen. Also unter Steve Jobs, weiß ich nicht, ob es das damals gegeben hätte. Das hätte er wahrscheinlich alles selber entwickelt. Und ja, also Apple hat sich in meinen Augen, wie ich das sehe, auch von den Produkten doch sehr gewandelt. Und wenn man sich mal die Fakten oder die nackten Zahlen anschaut, auch wie Apple sich entwickelt hat. Das ist zwar alles relativ positiv aufgenommen worden seit dem letzten Quartal. Die Aktie ist ja hier etwa 15% gestiegen seitdem, seit dieser Ankündigung des 7:1 Splits und noch mehr Rückkäufe. Also alles relativ positiv. Man hat viel Cash immer noch, mit dem man das bestreiten will. Also die Rahmendaten sind eigentlich, was das Unternehmen an sich, die Finanzsituation betrifft, relativ positiv. Ein Split wirkt sich ja in der Regel auch positiv auf den Aktienkurs aus, weil dann wieder mehr Anleger, vor allem Privatleute, die Aktie kaufen können, weil sie billiger wird. Ja, dass das alles ein bisschen Augenwischerei ist. Aber hat so ein gewisses psychologisches Element, will ich mal sagen. Und ja, das wurde eben alles sehr positiv aufgenommen. Aber schaut man sich die Situation bei Apple an, also zum Beispiel Konkurrenzsituation mit Samsung, da muss man sagen, dass diese Situation oder diese Wettbewerbssituation doch für Apple sehr, sehr anstrengend ist. Samsung prescht vor, ist innovativer als Apple. Das war unter Steve Jobs nicht der Fall. Also hier ist Apple wirklich, könnte Apple unter Druck kommen. Der Vorteil bei Apple ist eben, dass die eine sehr loyale Kundengruppe haben. Also die Leute, die wirklich, die kommen ja einmal im Jahr mit ihrem neuen iPhone raus, was ja auch jetzt nicht gerade so innovativ ist, aber die Kunden sind relativ loyal, kaufen das dann auch. Also die Zahlen enttäuschen, haben selten enttäuscht, so will ich es mal sagen, gar nicht, aber selten, auch zuletzt wieder.
Und das ist eben für ja noch so ein Asset, was Apple hat. Die relativ hohe Gewinnmarge, die sie haben, die sie nehmen können, eben aufgrund dieser sehr loyalen Kundschaft. Aber was eben Innovation anbelangt oder neue Produkte und neue Produkte, da ist es doch relativ dünn. Und nur mal für Sie so als Vergleich, Apple versus Samsung, die ja im gleichen Markt agieren. Und ich meine, der Handymarkt oder Smartphone-Markt ist ja schon in gewisser Weise gesättigt. Also das ist jetzt auch kein Mega-Wachstumsmarkt mehr, sondern schon erfährt schon eine gewisse Sättigung. Und Apple konnte sich dem halt relativ gut widersetzen. Aber wenn Sie sich mal anschauen, was Samsung jetzt in diesem Jahr alles auf den Markt bringen wird und will, innerhalb des Jahres sozusagen, wo Apple mit einem iPhone auf den Markt kommt, da kommt Samsung mit einem neuen Note 3, S5 gibt es neu, dann gibt es S5 als hochwertige Version. Also drei große Flagships, will ich das mal nennen, Smartphone-Flagships kommen raus, während Apple hier an einer älteren Version ein bisschen was ändert und das war's. Ja, also relativ innovativer ist hier ganz eindeutig Samsung, und da wird Apple, denke ich, auch in der Zukunft trotz loyaler Kundschaft schon so das einige oder die eine oder andere Schwäche zeigen. Aber im Moment im Chart, wie man eindeutig sieht, ist das noch nicht zu sehen. Und hier der Ausbruch. Noch sieht es nicht danach aus, dass das eine Bullenfalle ist. Aber von der fundamentalen Seite her bei Apple eben ganz klar nicht besonders überzeugend. Vielleicht noch ein weiterer Vorteil für Apple ist, dass diese iOS-Plattform gegenüber Android bei Programmierern relativ beliebter ist. Also da haben sie sich auch ein gutes Standing erworben, eine gute Klientel, wenn man so will. Also das spricht dann wiederum auch dafür, dass das, wenn die Programmierer dabei bleiben, also wenn Apps programmiert werden, ja, das ist schon, hat Apple schon einen Fund, mit dem sie wuchern können. Aber wenn dann zu diesem relativ guten Niveau oder zu diesen Kurssteigungen nicht noch eine gewisse Dynamik auch ins operative Geschäft kommt, könnte es hier dann doch den einen oder anderen Rücksetzer mal geben. Und ja, insofern wird man hier schauen müssen. Aber im Moment ganz klar das Momentum, wenn man jetzt so rein charttechnisch schaut hier auf den Ausbruch, und sind jetzt gar nicht mehr so richtig auf dieses Niveau zurückgekommen. Oft kommt man ja nochmal auf so ein Ausbruchsniveau zurück und hebt dann ab. Das haben wir jetzt bisher nicht gesehen, auch wenn es erst ein paar Tage sind, muss man abwarten. Aber charttechnisch ist hier also alles noch weiter im grünen Bereich. Aber im Hinterkopf sollten Sie unbedingt die Situation bei Apple haben, dass eben operativ Samsung hier in meinen Augen ganz klar besser ist. Okay, das soweit zu Apple. Dann ein anderer Wert, den ich heute Morgen oder den wir heute Morgen angekündigt haben, ist Google. Das Pendant zu Apple. Heute war ja die Nachricht, Google und Apple wollen sich jetzt erstmal rechtlich nicht weiter bekriegen, so möchte ich es mal nennen. Man legt eine Pause ein, hat sich noch nicht patentseitig, also es geht um Patentstreitigkeiten, man hat sich noch nicht geeinigt, aber man hat zumindest die Streitigkeiten jetzt erstmal ruhen lassen, und das hat beiden Aktien gestern gut getan. Auch Sie sehen das hier, Google leicht um 2% nach oben gegangen, nachdem man hier auch eine stärkere Korrektur gesehen hatte. Vor allen Dingen ausgelöst durch gewisse Kritik auch in der EU. Die Diskussion werden Sie verfolgt haben. Die Krake Google, die sich alle Daten schnappt, und sogar von Zerschlagung war die Rede. Der deutsche Vizekanzler Gabriel hat das ins Spiel gebracht. Das halte ich für relativ unrealistisch, dass man das machen kann. Man kann nicht einfach ein ausländisches Unternehmen zerschlagen, kann zwar denen gewisse Hürden in den Weg legen in Europa, aber anhand dieser ganzen Technik und technischen Möglichkeiten, die ja das Internet bietet, ist das doch relativ schwierig. Ich hatte mich da auch mal mit einem Programmierer unterhalten. Also
ganz, ganz schwierig, da Google was zu machen. Im Gegenteil, die sind sehr, sehr clever, haben heute bekannt gegeben, dass sie weitere Unternehmen erwerben werden. Ein Deal haben sie abgeschlossen. Ja, das sind so kleine Startups, die auch rund um die Datenverarbeitung, so will ich das mal generell nennen, einsetzbar sind, die da ja so wahrscheinlich auch weiter sind als Google und dann einfach geschluckt werden von denen. Und die nächste Übernahmefirma, die da im Visier ist bei Google, ist so ein Video-Livestreaming-Anbieter. Auch das könnte im demnächst ein ganz großes Feld werden. Video-Livestreaming, also eine Alternative zum Fernsehen. Diese Multimedia-Diskussion, die es ja schon seit Jahrzehnten gibt, die wird dann hier wahrscheinlich komplett durch Google. Und ja, insofern, da darf man gespannt sein, ob Google da erfolgreich ist. Auch Apple, also von den Preisen wurde jetzt nichts gesagt, aber Apple und Google sind ja bereit, relativ hohe Preise aufzurufen. Das für diese Kopfhörerfirma bei über 3 Milliarden, das ist ja schon sehr üppig. Und ja, das könnte man auch von Google erwarten. Wundert einen jetzt nicht, dass man das Stillschweigen vereinbart, weil das könnte vielleicht dann doch mal negativ auf den Kurs durchschlagen, wenn man hört, dass die dann für so kleine Startups viel Geld hinlegen, viel, viel Geld hinlegen. Insofern, ja, ist das hier, denke ich mal, interessant auch zu sehen für Google, wie die sich entwickeln, im Gegensatz zu Apple. Also nach wie vor, Google setzt seinen Kurs fort, trotz aller Kritik. Und ja, das ist eben, sage ich mal, zeigt eine gewisse Standfestigkeit, die Google hier an den Tag legt. Und im Aktienkurs ist das noch nicht zu sehen. Also hier ist es noch nicht dramatisch. Wenn Sie mal schauen, hier haben wir eine Unterstützung knapp über 450. Dann hier nach dem Ausbruch sind wir hier auch eine gewisse Zeit seitwärts tendiert. Also 500 so als runde Marke könnte auch nochmal ein Niveau sein, das man anläuft. Und dann muss man hier nochmal schauen. Aber eine etwas stärkere Korrektur hat man hier schon gesehen. Aber eben noch nichts Beunruhigendes. Okay, gut, meine Damen und Herren, das wäre es jetzt von der Präsentation her. Wenn Sie noch einige Fragen haben, Rohstoffe habe ich jetzt noch nicht im Detail angesprochen, können wir gleich nochmal drauf eingehen, wenn es die eine oder andere Frage gibt, aber wir sind jetzt so etwa 10 Minuten vor Schluss, deshalb vielleicht hier nochmal die Frage an Sie, gibt es einen Wert, den Sie gerne besprochen haben möchten, oder gibt es irgendwas, wo Sie nochmal näher drauf eingehen sollen? Da vielleicht schon mal hier in kurze Fragerunde mal zwischendurch. Okay, ich sehe gerade. Ja, Rohstoffe, das scheint einem gefehlt zu haben. Ja, Rohstoffe, welcher Wert oder welcher Einzelwert könnte interessant sein? Wir sind ja vorhin auf die globalen oder auf den breiten Index eingegangen nicht so sehr auf die einzelnen. Edelmetalle wird hier gerade gefragt, da können wir vielleicht mal als erstes drauf eingehen, dann vielleicht noch ein bisschen auf den Ölpreis, da ist ja auch einiges. Also nicht in der Aktie passiert, aber so im Hintergrund. Aber vielleicht zuerst die Edelmetalle. Das ist eben insofern ganz interessant, weil gerade heute frisch der World Gold Council seinen Vierteljahresbericht, ich habe es eingangs gesagt, veröffentlicht hat. Und da vielleicht zu Gold nochmal nochmal die Fakten aufgezählt, bevor wir dann zu anderen Metallen kommen. Kupfer und Palladium wurde hier genannt, da werde ich dann gleich im Chart bei Gecko hier, bei Ayondo nochmal drauf eingehen und Ihnen die aufrufen. Und dann gehen wir insgesamt mal auf die Industriemetalle ein. Beim Gold ist es insofern interessant, dass eben diese Trends, die wir im letzten Jahr gesehen haben, also die starke Nachfrage nach physischem Gold, weniger nach ETFs, hat sich in diesem Jahr verkehrt. Also die physische Nachfrage nach Barren und Münzen ist laut World Gold Council um 40% eingebrochen und die rekordhohen Abflüsse, die hohen Abflüsse aus den ETFs sind stagniert.
Also diese Entwicklung ist im ersten Quartal deutlich geworden. Ähnliche, also es zeichnete sich schon ab an den Veröffentlichungen, die man immer zwischendrin bekommen hatte. Und insofern ist das hier nicht weiter verwunderlich, dass das vom World Gold Council bestätigt wird. Und ein weiterer Aspekt beim Gold sind ja die Nachfrageländer, Indien und China. Und da ist es eben ganz interessant, dass die Nachfrage nach Gold und nach Gold in China um etwa 28, um 18% und in Indien, da muss ich mal nachgucken, um 26% eingebrochen ist. Also auch hier eine schwächere Nachfrage. Allerdings muss man sagen, dass das letzte Jahr eben ein Rekord war. Ein Rekordjahr war für physische Nachfrage nach Gold. Und deshalb auch hier eigentlich nichts Neues, relative Pattsituation beim Gold aktuell. Und das spiegelt sich eben auch im Chart wieder. Und den brauche ich Ihnen jetzt nicht aufzurufen. Ich werde dann mal gleich auf Kupfer und Palladium eingehen. Kupfer kann man so viel sagen. Auch hier natürlich, wie wir es ja in den Webinaren zuvor auch immer mal wieder angedeutet haben, die starke Abhängigkeit von, ich sehe gerade, Entschuldigung, dass Gecko die Iono die gar nicht hat. Okay, dann werden wir mal hier Freestyle machen. Da rufe ich in den Chart gleich mal auf bei der deutschen Börse. Ja, bei Kupfer ganz klar die Abhängigkeit von China, Kupfer, China nicht nur bei Gold, einer der größten Nachfrager oder der größte Nachfrager der Welt, sondern eben auch bei Kupfer. Und deshalb auch hier die Situation bei Kupfer, Rohstoffe, Kupfer, rufe ich ihn gleich auf. Deshalb hier auch von China eine große Abhängigkeit. Heute, beziehungsweise auch in den Tagen zuvor, eine gewisse Konsolidierung hier. Ich gehe mal auf einen kürzerfristigen Chart erstmal, da sehen wir es hier, eine gewisse Erholung. Dann auf einen längerfristigen Chart, 6 Monate Kupfer. Hier das Tief, das wir gesehen haben im März, da hatten wir, glaube ich, auch in einigen der Webinare zuvor gesagt, da springe ich mal in einen längeren Chart, 6,5, knapp unter 6 war oft. Dann eine Unterstützung im Chart. Sie sehen es hier, da sind wir ein bisschen unter das Niveau. Ist leider ein kleiner Chart. Tut mir jetzt leid, dass wir den nicht größer aufrufen können. Aber Sie sehen es hier ungefähr 3-Jahres-Chart bei 6.000, also knapp über 6.000, bei 6.500 hier im Tief ungefähr oder knapp unter 7. Dann sind wir hier unter dieses Tief gefallen auf 6,5. Da weiß ich noch, wie wir das Webinar oder in der Nähe ein Webinar gehalten haben und eben auch die Befürchtung oder die Sorge um China besonders groß war. Da kamen Diskussionen um die Kreditblase, denn Kupfer wurde ja, wird ja von Chinesen oft als Sicherheit hinterlegt, um am Aktienmarkt zu spekulieren oder auch am Immobilienmarkt aktiv zu werden. Und da gab es einige Verschiebungen und deshalb auch dieser starke Abverkauf. Und wenn ich jetzt wieder in den kürzerfristigen Chart wechsle, dann sehen Sie eben, dass wir hier bei 6,5 wieder in diese Seitwärtsrange, von der wir eigentlich ausgegangen sind, dass die hält. Okay, jetzt sind wir hier durch diesen Absturz ja ein bisschen unter die Seitwärtsrange gefallen, kommen jetzt wieder an die 7.000 ran. Und das ist jetzt genau dieser Pullback, wenn wir das mal im längerfristigen Chart, ja, das kann man nicht so gut sehen, aber ich gehe mal auf den Punkt hier bei 6,7 im Tief. Das war im Juni 2013. Eine leicht nach unten sich verschiebende Range. Und da klopfen wir jetzt hier im Moment, sind wir so ein bisschen drüber, da klopfen wir jetzt an. Und da ist es eben dann entscheidend, wie wird sich an diesem Punkt, wie entwickelt sich da der Kupferpreis? Und die jüngsten Daten waren eben relativ zuversichtlich, die da aus China gekommen sind. Nicht nur bei Kupfer, sondern insgesamt bei den Industriemetallen. Auch in den chinesischen Häfen gab es eine stärkere Nachfrage zu verzeichnen. Insofern hier beim Kupfer ist unsere Erwartung, dass eben, wenn es in China kein Hard Landing gibt, und davon gehen wir im Moment aus, auch wenn
wenn es noch Gefahren existieren, dass wir hier wieder in diese Seitwärtsrange, in diese längere Seitwärtsrange einmünden und ja, die so bei knapp unter 7 und dann hier auf der Obergrenze bei so 7,5, ja, wenn man ein bisschen weiter geht, dann knapp über 8 läuft, also dass man in diese Seitwärtsrange wieder auf da wieder hineintaucht. Ja, tut mir leid, dass ich den Chart nicht größer kriege. Ein Teilnehmer sagt mir, ich müsste in den Chart klicken, aber er wird nicht größer. Okay, dann war Palladium die nächste Frage. Da war ja die Diskussion Palladium als Rohstoff, dass die die Minenstreiks in Südafrika, Südafrika einer der größten Palladiumproduzenten, auf der anderen Seite die hohe Nachfrage der Autoindustrie, die eigentlich sich nicht abgeschwächt hatte und heute ein ganz guter Tag für Palladium, wenn man längerfristig schaut, auch hier dieser Aufwärtstrend, der eigentlich bestätigt wurde, ganz langfristig sind wir eher im Seitwärtstrend. Und da sind wir, genau, das ist der 3-Jahres-Chart, den wollte ich Ihnen zeigen. Wenn wir hier den längerfristigen Chart sehen, dann sehen wir eben, dass wir hier zwischen 600 und 800 hin und her pendeln. Wir haben das, glaube ich, mal bei uns auf der Seite auch im Zusammenhang mit Inlinern erläutert, diesen ausgeprägten Seitwärtstrend und eben wieder Stichwort Ausbruch, deshalb danke für die Frage, hier knapp über der 800, wird sich der Ausbruch bestätigen, wird er sich nicht bestätigen? Und ich neige dazu zu sagen, dass wir hier eben vorerst keinen Ausbruch sehen, weil eben die besondere Situation, diese Streiksituation in Südafrika kann nicht ewig anhalten, obwohl es nicht ausgeschlossen ist. Also die Streiks dort können intensiv und lange sein. Das muss man verfolgen. Nicht immer gibt es jeden Tag neue Nachrichten, aber die letzten Nachrichten, die ich kenne, sind eben so weit, dass man noch keine Einigung mit den Gewerkschaften erzielt hat. Und insofern ist noch diese in Anführungsstrichen Ausnahmesituation vorhanden. Aber sollte sich das dort beruhigen, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir dann auch hier wieder nicht wie bei Kupfer von unten in die Seitwärtsrange reinkommen, sondern von oben in die Seitwärtsrange. Und so wie wir es hier eigentlich auch jahrelang gehabt haben, zwischen 600 und 800 in regelmäßigen Abständen hin und her gependelt sind. Ah, okay, ich glaube, ja, jetzt habe ich auch den Chart größer gestellt. Okay, jetzt haben wir doch einiges besprochen. Okay, vielen Dank für den Hinweis. Wenn es keine weiteren Fragen Ihrerseits gibt zu den einzelnen Werten, die wir besprochen haben oder auch nicht, in dieser Woche nochmal der Hinweis, wird es noch zwei weitere Webinare von uns geben, am Morgen speziell zu Produkten und dann am Donnerstag mit Franz Georg dann auch mit der Charttechnik, die wir dann im Detail nochmal besprechen mit ihm. Insofern da gerne wieder zuschalten, schreiben Sie Ihre Fragen auf, gerne stellen oder auch uns eine E-Mail schicken bei Feingold Research, jederzeit gerne. Okay, es scheinen keine weiteren Fragen vorhanden zu sein. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche Ihnen wie eigentlich nach jedem Webinar viel Erfolg bei Ihren Investments und genießen Sie den schönen sonnigen Abend noch. Ich hoffe, bei Ihnen ist das Wetter dann nicht allzu heiß dann am Abend und dass Sie das richtig genießen können. Okay, vielen Dank.